Hallo. Weiter geht's hier mit Tomb Raider. Ich wollte noch mal kurz ins Lagerfeuer gucken. Man hat jetzt immer Ressourcen gesammelt, aber nie wirklich was ausgegeben. Und bevor mir dann an irgendwelchen Ressourcen vorbeikommen und die dann quasi verloren gehen, gucken wir uns mal den Rest an. Mehr Schaden. Kostet Bergungsgut und Stoff. Das machen wir mal. Hier brauchen wir Leder. Können wir wieder Jagen gehen. Nachladegeschwindigkeit, auch Bergungsgut und Leder. Eigentlich haben wir jetzt hier ein bisschen Platz. Kletteraxt, da geht wahrscheinlich nichts, gell? Später geht was. Die da unten sind neu, gell? Erhöhter Radius für explosive Pfeile haben wir nicht. Erhöhter Nahkampfschaden. Es gibt alles keinen Bonus. Reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit wieder regeneriert. Abfeuern von Kugeln und Patronen spart Munition. Tragekapazität von Spezialmunition. Also schnellere Gesundheitsregeneration. Der Rest ist alles. Jetzt sehen wir hier aus wie ein Kreuzritter. Also los geht's. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein. Die breche die Tür wahrscheinlich erst auf, wenn ich komme. Da ist jemand. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Nee, so nicht. Mit unserem coolen Compound-Bogen, der mir Schade macht. Was war das? So, was ist schon hier los? Du warst doch eh schon halb tot. Also so macht man es wahrscheinlich nicht, aber es klappt ja. Also hätte man wahrscheinlich wieder mit Molotow-Cocktails arbeiten sollen, vermutlich. Also zumindest so der lautlose Killer sind wir noch nicht. Wir haben jetzt. Die Sowjets haben große Maschinen in die Höhle abgeseilt, ein sehr grobes Vorgehen.
Mhm. Ein Kelch. Fertigungswerkzeug. Das ist aber was Gutes, glaube ich. Werkzeuge schalten neue Waffen-Upgrade-Ringe für alle Waffen frei. Verbessern Sie Waffen und Basislagern. Gut. Also im nächsten Basislager gibt es dann die nächste Verbesserungsstufe. Stoffe, Pilze, Mayonnaise, Holz. Eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Die Leute des Tals revoltierten, aber die Sowjets übten nur noch mehr Druck auf sie aus. Klettern wir mal hier rüber, ja? Da geht's runter, theoretisch. Ich guck mal, ob ich hier hochkomme, weil, glaube ich, jemand versucht, die Tür zu öffnen. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, ob man an das Seil hier dran kommt. Nee. So nicht, zumindest. Sammeln Sie Relikte um. Von hier vielleicht. Sie will wieder hoch, noch nach rechts. Dann probieren wir links rum. Vielleicht kann ich die Lore schieben. Warum? So, jetzt ist die Lore schon mal weg. Hier können wir dann irgendwas hochkurbeln. Würde ja wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn das Auto dran hängt, oder? Abschneiden. Schiebe kann man das nicht. Mit dem Auto kann man auch nicht interagieren. Ich muss einen Weg finden, den Truck in den Abgrund zu stürzen. Ach so. Der ist ja dann nicht so schwer. Der Truck ist an der Tür verankert. Er könnte schwer genug sein, um sie aufzubrechen. Verstehe ich nicht.
Weiter geht's nicht. Okay, ich dachte, hier kommt nur ein Secret, jetzt war das hier noch was Wichtiges. Jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück, aber dahinter war vermutlich auch nichts mehr, oder? Ne, war nichts mehr. Da ist schon wieder so mysteriöse, spannende Hintergrundmusik oder Geräuschen. Die will alle immer Nahkampf machen. Noch mehr Leute. Kanister kann ich nicht aufheben. Der Sniper hier tötet uns wahrscheinlich mit einem Schuss. Okay, also so schlecht ist das Maschinengewehr ja auch nicht. Dann investieren wir da noch ein paar Punkte hin. Also halt größere Munitionsgürtel und sowas. Weil Munition findet man ja eigentlich auch immer genug. Oder mir kriegt halt demnächst Explosionspfeile oder irgendwas, das wäre auch nicht so verkehrt. So, hier Munition hat man voll. Dann haben wir hier alles. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzversteck.
hier bei uns in der Nähe. Münzen. Das ist ja immer noch im Hinterkopf, dass so die Upgrades so 300, 400, 500 kostet. Also dass jetzt 7 Münzen auch nicht wirklich viel sind. Ich habe es mir schon irgendwie gedacht, dass sowas passiert, dass man rutscht und hüpfen müsste. Das hat nämlich schon so ausgesehen. Das Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Man weiß es nicht. Cool gehüpft. Wir können mal wieder ein paar. Jetzt können wir 45 Pfeile rumtragen mittlerweile. Also Holz und Federn haben wir eh genug. Eigentlich. Ist das jetzt die Abkürzung hier? Weil wenn wir hier hochgehen, gibt es irgendwie mehr Zeugs. Geheimnisse entdeckt. Überlebensversteck. Münzen. Da wartet nur der Tod auf uns, da unten. So, jetzt können wir hier weiter. Jetzt gehen wir erstmal da rüber. Und dann geht's eh bloß noch da hoch. Da kommt einer ums Eck. Eine Rauchgranate. Wo bin ich denn hier sicher überhaupt? Nirgends. Ne, ich hab kein Unterdrückungsfeuer mehr. Ich
Hier gibt es dann noch ein Lagerfeuer. Ja, das Gas funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, die sterben dann immer sofort. Ist ein bisschen ruhig, glaube ich. Lagerfeuer ist gut, dann können wir hier nämlich kurz einen Break machen. Jetzt gucken wir erstmal, ob es was gibt. Ein Fähigkeitenpunkt. Ausweichen, ohne Rüstung, außer Gefecht. Lautlose Kills automatisch plündern, brauchen wir nicht. Tod von oben. Schneller Heiler. Keine Geräusche beim Runterfallen. Tod von oben haben wir doch sowieso. Nehmen wir das mal. Oh, jetzt haben wir ja unser Dingsbums Upgrade-Werkzeug. Wodurch die Rüstung von Feinden nach erfolgreichen Nahkampf-Kombos zerbricht. Jo. Das machen wir anscheinend sehr häufig. Zwar ungewollt, aber Stoff und Dings immer gut. Schussfrequenz geht hoch. Das hier kostet Öl, das haben wir noch gar nicht. Leder können wir besorgen, noch mehr Leder. Das hier auch Leder, das auch Leder. Müssen wir irgendwann mal Jagd geben. Ein Wildschwein für unseren Bogen. Haltezeit brauchen wir nicht, mehr Schaden. Das machen wir auf jeden Fall, das kostet hier nichts. Das kostet ja eigentlich auch nichts. Wir gehen jetzt dann eh nochmal kurz zurück. Weil hier geht es, glaube ich, weiter. Oder auch nicht. Das sehen wir im nächsten Video. Also, bis dann. Tschüss.